Guten Morgen. Wie ihr seht, bin ich nicht in Tamera, sondern ich habe die Stille aufgesucht. Ich sitze hier schon seit 2 Stunden am Ozean und begrüße das kommende Licht. Und ich grüße euch alle und wünsche euch allen kraftvolle 13 Nächte, die Zeit der Besinnung. Die Zeit, die uns verbindet mit der Neugeburt. Und das stelle ich auch als Überschrift über diesen Ring der Kraft. Wenn ich hineinlausche in die Frequenz der kommenden Woche, dann ist es nochmal ganz stark die Frage, was musst du loslassen? Und manche kennen vielleicht diesen Satz, ich habe schon Schwielen an den Händen vor lauter Loslassen. Aber wirklich noch einmal neu zu prüfen, was muss ich lassen, damit das Neue geboren werden kann, diese feine, zarte Neugeburt. Und das betrifft uns persönlich, das betrifft unsere Nahfelder, unsere Gemeinschaften und es betrifft das globale Zeitalter. Wir haben den Beruf gewählt, in gewisser Weise die Berufung, Ammen, Hebammen zu sein oder Geburtshelfer für eine neue Zeit. Und niemand hat gesagt, dass das einfach ist. Aber ich spüre immer, wie wichtig es ist, im Moment ist, sich ganz darauf zu konzentrieren. Was ist es, was jetzt geboren werden möchte? Und wie geben wir dem die Aufmerksamkeit und die Pflege, die es braucht? Ich selbst komme aus einer intensiven Liebesschule in Tamera, intern. Und auch das kann ich als Überschrift nehmen. Was heißt es wirklich, Liebe zu lernen? Und warum nennen wir immer wieder etwas Liebe, was nicht Liebe ist? Wirkliche Liebe wird nicht in das Gegenteil gekehrt werden, wo man dann kurz danach im Drama steht, im Vorwurf und in der Wut gegen andere. Liebe ist eine universelle Macht, mit der wir uns verbinden können. Und wir sehen sehr viel Sterben. Das alte Zeitalter geht vorbei. Und auch in diesem Sterben, auch wenn uns nahe Freunde verlassen, weil sie irgendwie gerufen werden, die Dimension zu wechseln, dann geht es auch hier um die Frage, siehst du den Tod oder siehst du das Leben? Was will hier geboren werden in diesem ewigen Raum? Und in dem Zusammenhang kommt für mich sehr, sehr stark, nimm dir Zeit. Jetzt ist es ein Muss, dass wir uns Zeit nehmen für das Alleinsein. Und Alleinsein, damit ist gemeint dieses All-Eins-Sein, diese Kraft, die uns mit unserer universellen Natur verbindet. Und das in einer Zeit, wo Weihnachten gefeiert wird, Neujahr gefeiert wird. Es gibt viele Feste und trotzdem ist dieser Ruf zur wirklichen inneren Stille, zur inneren Einkehr. Und damit beginnt auch dieser Punkt. Kennst du dich selbst? Kannst du dich selber lieben? Und das ist eine tiefe, tiefe Selbstakzeptanz. Und damit meine ich nicht das Kreisen um die eigene Person, sondern mehr dieses universelle Selbst. Wer bist du im Sinne deines Berufes, deiner Berufung? Was ist dein Beitrag in diese kommende Zeit? Und in diesem Zusammenhang wirklich dieses heile Bild pflegen. Ich glaube, nur wer in diesem Sinne die Selbstannahme kennt und kennengelernt hat, kann wirklich andere lieben. Und dann diese tiefe Zeit, die Pflege der Intimbeziehungen wirklich zu pflegen und wirklich füreinander da zu sein und dann die Genossenschaft zu finden an dem planetarischen Geburtsvorgang, in dem wir alle uns befinden. Ja, das ist für mich, ich selbst feiere morgen meinen 68. Geburtstag und so horche ich auch für mich selbst hinein, was ist jetzt wirklich der Weg, der mich weiterführt. Ich habe ein Jahr der tiefen Pilgerschaft hinter mir. Ich habe ein nächstes Jahr der Pilgerschaft vor mir. Und diese Pilgerschaft heißt vor allem eine Pilgerschaft nach innen. Vor allem diese Pilgerschaft, die mich befähigt, immer globaler mein Herz zu öffnen,
und immer mehr Rollenmuster loszulassen, um wirklich in der Tiefe der Selbstgeburt den Weg zu finden. Ich grüße unsere Genossen weltweit. Ich wünsche uns allen einen kraftvollen Übergang in das kommende Jahr. Ich werde auch nochmal sehr, sehr tief fragen, wie will der Ring der Kraft weitergehen? Wie kann ich da für die Welt weiterhin eine nährende Quelle sein? Ja, so grüße ich euch und uns und wünsche uns einen gesegneten Übergang in das kommende Jahr 2023. Es warten sicher Herausforderungen auf uns. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass bestimmte Samen schon gelegt sind. Und die jetzt zu hüten und dort zu schauen, wie schaffen wir ein System, in dem Vertrauen und Wahrheit die Basis ist und in dem wir lieben lernen können. Ja, Asim.